Willkommen zu einer neuen Runde Subnautica von Arn Worlds Entertainment. Ich wollte hier draußen noch ein paar Beete bauen. Und wieso haben wir die hier nicht schon besetzt? Ist aber schlecht. 1, 2, 3. Da sollte da bestimmt wieder Licht rein. Dann können wir doch hier in den Beetkasten das reinsetzen. Schnappen uns mal hier Licht. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, geht sogar rein. Das ist gut. Dann können wir hier... Stehen die ganze Zeit voll. Da. Toll. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Und ist das der Büschel hier? Sieht man das von hier? Jo, das ist der Büschel da. Das ist gut. So, dann kommt hier wieder was anderes rein. Und zwar Adrien Nessel. Dann kommt hier... Ja, hier hat er schon wieder irgendwo. Jetzt hakt er. Jetzt geht's wieder. Wir haben dort drüben Licht. 1, 2, 3. 1, 2. Es wird schwierig. Da müssen wir hier irgendwo Licht machen. Aber wir brauchen hier auch noch so eine Plattform. Bevor wir hier weiterkommen, habe ich hier innen eine Plattform. Oh ja. Oh ja. Schön. Dann können wir aber trotzdem auch erstmal außen weitermachen. Da bringen sie uns im Moment mehr. Für die strukturelle Integrität ist es zwar egal wo, aber hier außen können wir wenigstens dann die Beete weitersetzen. Wir können uns hier außen mal ein bisschen hübsch machen. Genau. Apropos Beetkästen, solange wir das Titan hier einstecken können, können wir es auch gleich nutzen. Und hier haben wir auch nochmal Titan. Jawohl. Da haben wir ja richtig viel dabei. Und nochmal. Tatsache, wir haben für noch einen dabei. Ein bisschen raus. Jawohl, so passt das. Wie viel Titan haben wir noch? Ui. Da können wir ja sogar noch mit dem Blei hier noch eine Plattform dran setzen. Noch ein Fundament sozusagen. Es wird wieder hell. Wir können wieder los. Wir brauchen aber noch ein Außenbeet. Hier dran. Und bevor wir es wieder vergessen, holen wir uns noch eine Beleuchtung. Zack. 1, 2, 3. Die müssen wir nachsetzen. 3, 4, 5. Das haben wir gesetzt. Und hier setzen wir jetzt noch. Ich hoffe mal, es reicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ansonsten müssen wir dann enger setzen, dass wir dann hier nochmal Licht machen drin. So, da haben wir Adrien Nessel. Und hier könnten wir ja dann Windekraus reinsetzen. Da haben wir das alles schon mal wieder raus. Bab, ich brauche Sauerstoff. Sauerstoff, her damit. So, innen drinnen könnten wir noch setzen. Da sind wir schon sehr gut unterwegs. So, das haben wir. Wir brauchen Essen, Trinken. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dann müssen wir hier wieder was vorlesen. Downloads, öffentliche Dokumente. Tagesmenü, Vorspeise, Raum, Beerensoße. Seit sie im 21. Jahrhundert in das interstellare Vakuum ausgesetzt wurden, haben sich die mikroskopisch kleinen Bärtierchen angepasst. Und gedeihen, wo keine anderen Lebensformen überleben können. Reduziert zu einer sämigen, nussigen, eiweißreichen Suppe sind die frischesten örtliche Zutat für Reisende auf Langstreckenraumflügen. Hauptgericht Cottage Pie oder Nahrungsblock, rehydriertes Rinderhack im eigenen Saft, serviert mit einer Kruste aus chinesischem Kartoffelpüree, diesen Morgen frisch von den Bordbeeten geerntet, und einer Beilage aus sautierten chinesischen Kartoffelblättern. Für den zeitbewussten Verbraucher sind die üblichen Nahrungsblock-Auswahlmöglichkeiten verfügbar. Sie können kalt oder im Fabrikator vor Ort wiederhergestellt werden. Dessert, Trockenobst und Nüsse. Aufgrund eines kürzlichen Unfalls
in Frachtraum 3 durch unsachgemäße Anwendung einer Stoßkanone in Kombination mit einer modifizierten Batterieladestation wurden leider alle getrockneten Desserts in den Weltraum geblasen. Obst und Nüsse werden in den nächsten 39 Wochen die einzige verfügbare Nachspeise sein. Transkopf-Profi Altera Gesellschaft. Oh, das ist auch wieder so lang. Einer der größten Anbieter von Raumfahrttechnik und Unterhaltungselektronik in der Föderation. Der offizielle Lieferant der TSF. Dauerhaft unter den besten Arbeitgebern der Galaxis. Begann als Hersteller von Verteidigungstechnik in der Mitte des 22. Jahrhunderts. Nationales Motto: Bekomme, was du verdienst. Obwohl die meisten Transkoffs ihre Wurzeln bis zur Erde zurückverfolgen können, ist Altera buchstäblich von der Erde. Das einzige, das es wagt, den Namen zu verwenden. Während der Explosion lieferte Altera Waffen an alle Seiten. Erwarb und beherbergte eine gewaltige koloniale Arbeiterschaft und schaffte damit den Wandel vom Hersteller zum Staat. Alteras Drohung, den Handel einzustellen, war einer der Wendepunkte im Konflikt und führte zum Ende der Feindseligkeiten und der Unterzeichnung der Charta. Freies Unternehmertum im Altera-Territorium wird gefördert, aber die Konkurrenz ist hart und alle Waren, die exportiert werden, müssen das Altera-Warenzeichen besitzen. Gewinnbringende Geschäfte werden vom Staat aufgekauft. Deren Besitzer steigen in den Vorstand auf. Bekannte Altera-Technik wird das Zyklop-Tauchboot stammen von einem solchen privaten Unternehmen. Trotz oberflächlicher Ähnlichkeiten mit nationalen Regierungen haben die Anwälte des Unternehmens stets behauptet, dass es keine gesetzliche Verpflichtung gegenüber seinen Arbeitnehmern habe, sondern freiwillig beschließt, die Rollen zu übernehmen, die normalerweise von einer demokratisch gewählten Regierung bedient werden. Dieser Anspruch wurde noch nicht von Föderationsgerichten geprüft. So, Modi ist jetzt auf der Seite. Da wird man ja auch noch hin, ne? Boah. Aber ich möchte erstmal Grassi-Plateau und so. Wir brauchen die Modifizierungsstation. Hier sind wir raus und sind rum. Das nächste wäre dann wirklich hier quer durch. An den Ecken und Kanten müssten eigentlich überall noch wieder quasi Plateaus kommen. Hier sind überall schöne Höhlen. Oh, das ist aber Richtung Aurora, oder? Jo, das ist Richtung Aurora. Aber vor der Aurora müsste auch irgendwo ein Grassi-Plateau sein. Da ist auch. Aber waren wir nicht hier schon? Das ist doch genauso ein Ding wieder. Ich gucke gerade, weil hier das Rauschen so ist. Hier bin ich mir sicher, dass wir hier schon waren. Und da schon reingeguckt. Da ist meine Basis. Hier muss doch aber irgendwo auch wieder ein Grassi-Plateau sein. Hier. Au! Schwachwisch! Mach meine Mutter nicht kaputt. Genau, hier mal auch Grassi-Plateau. Ah, ich hab. Denke ich gerade dran. Ich hab doch das Lager nicht aufgemacht, oder? Nee, hab ich nicht. Mist. Ja, ja, Parsing 100. Juhu! Wollen wir noch nicht? Ah, Titan lassen wir jetzt mal liegen. Das kann ich auch so holen. Mist. Hier ist Grassi-Plateau. Aber ist das nicht das gewesen, wo wir letztens waren? Ist das nicht das riesengroße? Den Schwäbern, na klar. Hier das Kleinzeugs. Atommüllbehälter. Da vorne das andere. Aha. Oh, hier haben wir auch wieder einen Kupfer. Der geht noch. Schiff mal her. Oh, was ist denn das? Was haben wir denn hier? Ist das Scannerraum? Das ist Bioreaktor. Bioreaktor haben wir ja schon. Aber schönes Standbild. Hast du fein gemacht.
So, und hier. Oh, 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 oh. Ja, das ist eine gute Richtung. Das fetzt. Oh! Was ist denn hier? Das sieht ja mal nach. Erstmal nach irgendeinem Energietransmitter. Halt die Klappe. Der ist aber laut. Ist das der da? Ja, Tatsache. Oh! Das ist ja noch besser. Erstmal nehmen wir uns hier einen Diamant. Dann in Lithium. Aha. Quarz. Hier stehen auch richtig fette Teile rum. Das ist ja mal cool. Schubkanonenfragment. Was hast du hier? Seegleiterfragment. Ja gut, das ist dann alles Titan. Bin ich doch gleich wieder voll. Hier liegt doch nicht noch Titan rum. Das braucht man ja nur wirklich nicht. Quarz ist schon eine ganz andere Angelegenheit. Und vor allem hier. Sandstein für Blei. Blei darfst du nicht wegschmeißen. Gold für Elektrochips und sowas. Hier ist nochmal Gold. Blei ist ganz wichtig für diese Grundplatten. Die Fundamente. Jod. Jod und Silber haben wir zu viel. Aber Blei, das ist so eine Sache. Ich könnte noch ein paar Fundamente gebrauchen da unten, um so eine riesen Platte aufzubauen. Was haben wir hier? Gießt das Kupfer? Oh, wenn das so langsam aufbaut, kriegst du eine Meise. Jo, Kupfer. Das sieht schon wieder so geil aus hier überall. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hingucken hinschwimmen soll. Bah, ey. Lithium brauchen wir, um innen zu verstärken. Lithium braucht man für irgendwas, was ich bauen wollte. Deswegen habe ich es bei mir noch aufgehoben. In Schränken. Weil du irgendwann auch, ich sag mal, ein Stück weit durcheinander kommst. Weißt du nicht mehr, was du letzte Woche gespielt hast und... Ich kann ja auch keine 200 Folgen hintereinander aufnehmen, damit ich wirklich weiß, was ich wann gemacht habe. Und dann komme ich ja selbst dann irgendwo mal durcheinander. Was? Empfange schwache Signaturen. Das ist... Was hat die gesagt? Die Biomasse in diesem Bereich wird von Pflanzen dominiert. Empfange schwache Signaturen von Altera-Fahrzeugen. Aha. Was ist denn das da überhaupt? Rettungskapsel 12. Wie weit ist die noch? 700 Meter noch weg. Na, vielleicht schaffen wir es ja ein bisschen. Aber ich glaube, da ist eher mein Inventar voll, oder? Was ist denn das hier? Tauchdockfragment, das haben wir aber schon. Das ist der Energietransmitter, den haben wir auch. Das ist ein Hai hinter mir! Den will ich nicht! Den auch nicht. Haben wir hier noch was? Oh, den hat man doch schon, den Schwäbefisch. Wieso kann man den denn immer wieder scannen? Lithium, na klar, nehme ich das mit. Ach hier, Baumpilz. Den kann man ja auch scannen. Jawohl, haben wir den. So, Salz nehmen wir nicht mit. Da geht's wieder in die Richtung. So, zeig mal, wie es im Inventar aussieht. Grottig. Hier ist noch Sandstein, Silber. Nein, nicht da oben einsteigen sollst du. Was haben wir denn bis jetzt rausgeholt? Ein Kupfer, zwei Blei und hier siehst du wieder drei Gold, zwei Silber. Diamant ist richtig gut, Lithium ist gut. Was bist du? Ei, die habe ich bis jetzt erstmal ignoriert. Oh, das sieht aus wie Lithium und großes. Ist das richtig? Krass! Wir brauchen einen Krebsanzug. Aber macht der nicht erst Sinn mit der Zyklop? Oh, ich habe keinen Bock mit dem Krebs hier stundenlang rumzulaufen. Achso, und für den brauchen wir ja auch Energiezellen. Bab. Ja, dann kannst du hinlaufen und zurücklaufen. Aha, ich habe da was gefunden.
Das lassen wir mal hier. Das Lithium nehmen wir mit. Was bist du da oben? Oh, ey. Ich... Ja, ist gleich voll. Dich können wir noch mitnehmen. Du bist... Energietransmitter. Brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall das da unten. Das habe ich gesehen. Und dann nehmen wir das hier noch mit und dann war es da schon wieder. Wir müssen auskippen. In Silber. Zyklopbrückenfragment. Von den Dinger gibt es hier unten gar reichlich. Und hier siehst du schon wieder... Ach nee, das ist ein Ei. Hier wurde auch was. Zyklopbrückenfragment. Cool. Haben wir die Zyklop... Bald. Gott sei Dank, wie die hier hin und her springen, das gefällt mir auch nicht, wenn die so ruckartig, weißt du? Mimimi. Kann ich dich? Nee, kann ich nicht scannen. Schade. Schade, schade, schade. Ja, zu dem wollten wir ja auch mal, ne? Oh, ich weiß nicht, wie ich mich hier nicht zerteilen soll. Und was mir fehlt, was ich eigentlich haben wollte, die Modifizierungsstation, die haben wir noch nicht. Ja, beim Kien geht es da unten aber auch noch weiter. Aber beim Kien ist aber auch noch was ganz Wichtiges. Ja, mal gucken, ob wir es finden. Ist ja nicht gesagt. Jo, es wird dunkel, es wird Zeit, dass wir zurückkommen. Yep, hast du recht. Da kannst du die Motte wieder reparieren, kannst du Batterie wieder aufladen. Wir packen die ganzen Ressourcen raus. Und jetzt wird es wieder hell. Wo wir dann Mondfinsternis war. Da mache ich mal den Glubschieß aus. Wir können nichts mitnehmen, wir sind voll. Aber hier drüben müssen doch überall Grasi-Plateaus sein. Ist doch im Kreis komplett rundherum aufgebaut. Und dann immer schön im Wechsel. Mal hier diese Fauna sozusagen. Das heißt Fauna hier, diese Graspflanzen. Die sind bald so weit, wie es aussieht. Jawohl. Schön. Halt! Falsche Richtung. Wenn du das einmal so gewohnt bist mit der Motte. Mann, 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 das steckt richtig drin. So, du sollst doch hier hin. Genau. Siehst du mal. So, dass wir dann hier rauslaufen können. Können ja hier rum abkürzen. Und dann hier haben wir was zu verarbeiten da. Haben wir nicht. Wir haben nur Glas. Und das müssen wir sogar machen. Denn da passt ja nichts mehr rein. So, wir haben Titan mitgebracht. Und Blei, das können wir verarbeiten. Wir haben Lithium mitgebracht und Titan, das können wir auch verarbeiten. Diamant braucht man nicht. Hier haben wir wieder Silber, das Überflüssige. Hier hatten wir irgendwo auch noch Gold. Ja, das ist auch schon voll. Da kommt das hier mit zum Silber. Hier hat eine Kupfer, das war hier drüben. Dann haben wir Lithium. Hier sind wir komplett rundrum einmal durch. Hier waren wir durch. Hier drüben konnten wir nicht, weil hier das Gerät dran hängt. Hier können wir eigentlich Außenteile und verstärken. Natürlich müssen wir es nicht, aber wenn wir es auf einer Seite machen, mache ich es überall. Und... Das ist ja schon wieder zum Prackeln. Außen, nein, innen, innen, Module. Dann kommt hier noch ein Bäumchen hin. Den gib mal her und schmeiß mal da rein. Brauchst du schon wieder was? Nein. Dann dekonstruiere mal den da. Komme ich jetzt hier rein? Jawohl. Den hast du auf beiden Seiten im Bäumchen. Da brauchen wir den hier nicht wegreißen. Die Seemotte ist noch da. So, dann kommt hier noch eine Verstärkung dran. Der Hammer, das. Dann kommt hier noch eine Verstärkung dran. Krass. 72,8. Wir haben immer noch ein Lithium. Dann kommt hier eins dran. Wie viel haben wir noch?
2 Lithium. Wir haben kein Titan mehr. Das können wir uns ja hier wieder rausklammern. Wie ist das Titan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und wie viel Lithium haben wir eigentlich noch da? Oh, damit könnte man ja dann richtig rumkommen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann sind wir... Dann habe ich das in Gedanken auch einmal raus, weißt du? Wenn wir das jetzt komplett durchgehend machen. Hier hat man beide? Jo. Jetzt kommt schon wieder durcheinander. Hier hat man ihn noch nicht. Da können wir hier dran klamüsern. Dann können wir hier dran klamüsern. Und dann haben wir ja nur noch dort vorne das eine. Krasses Gerät! Hier dran. Und dann können wir es nur noch außen machen. Außen möchte ich es aber nicht haben, weil innen stürzt ja nicht. Innen möchte ich auch nicht durchgucken. Die haben wir auch beide. Fertig. Krass. Wie sieht's Inventar aus? Wir haben noch 2 Blei, ein Glas, 3 Diamant. Diamanten packen wir weg. 1, 2, 3. Glas verbauen wir. Wie sieht's mit dem Blei aus? 1, 2, 3, 4. Dann haben wir immer noch Reserve da. Nö, lass mal so. 6 Stück, das passt. Ne, hier war immer noch kein Dia. Kein Titan drin. 6, da können wir dann in der nächsten Runde draußen weiterbauen. Du hast nichts mehr, das ist schön. Da kriegen wir dann irgendwann mal die Nachrichten. Essen, trinken machen wir nächste Runde. Jo. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Subnautica von Unknown Worlds Entertainment. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.